Servus, hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem Update beim Thema Papaya. Ihr seht hier meine Papayas. Ihr seht auch den Zollstock aus dem Eukalyptus-Update-Video, denn die Eukalyptuspflanzen stehen direkt nebendran. Und ich dachte mir, komm, wenn ich jetzt schon hier so vermessen bin, dann kontrolliere ich doch auch einfach mal, wie groß die Pflanzen hier sind. Gucken wir die erste an, da muss man natürlich immer schauen, weil die natürlich durch die neuen Blätter auch immer so verdeckt sind, die Sprossspitzen. Deswegen muss man hier jetzt einfach mal gucken und etwas zur Seite schieben. Und dann stellen wir fest, ja, der ist 170 cm. Und dann drehen wir den Meterstab um und stellen fest, ups, nur 30. Also der ist jetzt momentan 30 cm groß. Wenn man sich aber überlegt, dass ich die Pflanzen gekauft habe und sie nur knapp 10, 13 cm groß waren, ist das doch schon ein guter Zuwachs. Und deswegen schauen wir uns die nächste Pflanze an. Hier haben wir die nächste Pflanze. Das ist die Pflanze, die ich aus einem Kopfsteckling von meiner Bergpapaya, die ich euch letztes Jahr schon vorgestellt habe, gewonnen habe. Wenn wir jetzt hier nachschauen, dann hat dieser Kopfsteckling gerade mal 22 Zentimeter. Aber ihr wisst ja, letztes Jahr habe ich schon eine erste Frucht geerntet. War jetzt zwar nicht so wirklich spektakulär lecker, so dass man das wirklich anbauen muss. Ich finde immer so exotisches Obst, hier ist übrigens eine Blütenknospe, darauf wollte ich eingehen, so exotisches Obst, das nur schmeckt, wenn man ordentlich Zucker hinzugibt, halte ich für ziemlich sinnfrei, weil entweder hat die Pflanze selbst den gewissen Anteil an Zucker schon in der Frucht enthalten, oder aber die ist dann nicht unbedingt so, dass man ja, sie deswegen kultivieren muss, weil die große Früchte bildet, die exotisch sind. Also muss schon ein bisschen ein Geschmäckle dabei sein, gell? Wir sind ja hier im Schwabeländle. Und jetzt gucken wir die nächste Pflanze an. Und zwar, das ist der die eichenblättrige Papaya. Hat richtig tolle Blätter, hat auch richtig schönen Austrieb. Ich habe euch im letzten Video aber schon gezeigt, dass die zweitriebig wächst, ja. Jetzt könnte ich allerdings vorgehen, ich stütze beide, ich mose eine ab, habe ich schon im letzten Video gesagt. Ich könnte aber auch ganz herzlos sein und den Trieb einfach abschneiden. Mache ich nicht. Ich werde die definitiv stützen und dass zwei Triebe in einem Topf sind, dass die jetzt einfach mal so wächst. Dass sie zwei Triebe hat, ist okay. Kann ich damit leben, ist völlig in Ordnung. Wächst richtig toll. Und jetzt gucken wir doch mal, wie groß die geworden ist seit dem Frühjahr, als ich entdeckt hatte diesen Jahres, dass sie sogar gekeimt ist nach einem Jahr, ohne dass ich sie groß beachtet hatte. Die hat 48 Zentimeter. Ja, doch, 48, vielleicht sogar 49, weil hier ist so ein ganz kleiner Mini, so eine ganz kleine Mini-Triebspitze. 49 Zentimeter ist okay für ein Jahr Papaya-Wachstum. Kommen wir zur nächsten Papaya oder zu den nächsten beiden Papayas. Die eine hatte ich umgetopft, ich habe es schon im letzten Video gesagt. Ich topfe sie um und gucke, wie sie sich weiterentwickeln. Sehr spannende Sache auf jeden Fall. Die hier wird wahrscheinlich nicht wesentlich viel größer sein als die andere Papaya. Da muss man einfach mal hier durch. Na, ist das kompliziert? Ne, 172 hat sie nicht. Die hat knapp 27. 27,5 cm ist ein bisschen kleiner als die andere Pflanze, als die hier, was aber daran liegt, weil ich sie bewusst etwas tiefer eingepflanzt habe in den Topf. Und deswegen, die wird jetzt hier richtig schön wurzeln im großen Container und wird sie natürlich deutlich schneller wachsen. Die andere Pflanze hat, ja, die hat vielleicht auch knapp 28 cm, ist auch okay. Ich bin gespannt, wann die die ersten Blüten ausbilden, genauso wie die eichenblättrige Papaya, die auch, oder eichenlaubige Papaya. Das wird noch spannend. Auf jeden Fall muss man sie noch über den Winter bringen. Das war ja bei der Bergpapaya hier weniger problematisch. Die wächst ja relativ zuverlässig. Aber die anderen, da muss man noch gucken, wie sich's entwickelt. Ich würde sagen, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Papaya, schreibt es gerne hier in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.